Die größte Terrororganisation der Welt, Mutter Natur, versetzt unser Land nun schon seit Wochen mit dem gezielten Abwurf konventioneller Schneeflöckchen in den Ausnahmezustand. Die Operation Frau Holle dreht durch, ist ein voller Erfolg. Denn es sind ja nicht nur die Schneeflöckchen, die auf uns herniedergehen wie der spritzende Geifer der apokalyptischen Reiter. Nein! Noch viel mehr menschenverachtendere Mittel werden eingesetzt, um unsere demokratische Gemeinschaft in ihren Grundfesten zu erschüttern. Ich sage nur, überfrierende Nässe. Mich hat es gestern erwischt. Mit der Anmut einer schockgefrorenen Giraffe bin ich kerzengerade zur Seite umgeschlagen. Mit Händen in den Hosentaschen. Ist aber zum Glück nichts weiter passiert, außer dass ich seitdem hin und wieder behaupte, ich wäre in Wirklichkeit eine 22-jährige russische Diplomatentochter namens Kiroschka. Mein Arzt sagt aber, es geht auf jeden Fall wieder weg, wenn ich mir nur weiterhin morgens, mittags und abends die zwei aus der Wand gerissenen Stromkabel an die Schläfen halte. Ich muss jetzt jedenfalls oft an früher denken. Was waren wir doch naiv? Wie sangen wir Kinder damals noch so schön? Schneeflöckchen, Weißröckchen, wann kommst du geschneit? Du wohnst in den Wolken, dein Weg ist so weit. Ein Lied zum Weihnachten. Komm, setz dich ans Fenster, du lieblicher Stern. Malst Blumen und Blätter, wir haben dich gern. Schneeflöckchen, du denkst uns die Blümelein zu. Da schlafen sie sicher in himmlischer Ruhe. Noch einmal. Schneeflöckchen, Weißröckchen, komm zu uns ins Tal. Dann bauen wir den Schneemann und werfen den Ball. Und heute! Jetzt auf einem Ohr taub. Du hast ja auch nur lesen und nicht hören. Scheiß drauf. Wenn nur die Augen okay sind. Und heute Entsetzen. Pures Entsetzen. Schnee im Winter. Und dann auch noch so kalt. Ich meine, sowas würde man noch ganz gerne vorher mal wissen. Damit man sich noch rechtzeitig erschießen kann. Nun ist es zu spät, weil man vor Kälte nicht mal mehr den Zeigefinger krumm kriegt, um den Abzug zu betätigen. Ich selber laufe ja schon seit 2 Wochen rum wie eine Playmobil-Figur. Alles, was ich mir noch in meine halb geöffneten, gefrorenen Fäuste stecken kann, ist ein Schraubenschlüssel, ein Hammer, eine Polizeikelle, ein Strauß Tulpen, ein Laserschwert, ein Enterhaken oder die Zügel vom Einhorn. Gut, das ist ganz schön viel, aber was soll ich denn damit? Ich meine, wenn einem die eisige Kälte erstmal 2 Tage lang wie ein gefrorener, nasser Lappen am Rücken klebt, dann will man doch ohnehin nur noch eins. Dann will man ins Warme und hofft, dass einem keiner auf dem Weg dahin den Reißverschluss von der Jacke aufmacht. Sollte schon gegeben haben. Kein schöner Anblick, das Ganze. Zumindest, wenn man sich nach dem Zwiebelschalenprinzip kleidet. Eine Lage Stoff über der anderen. Hier so, Unterhemd Niki. Kommt der wohl her? Unterhemd Niki, Pullover, Westhover, darüber noch ein Netzhemd und ein Brustbeutel. Serviert an einer anthrazitfarbenen Thermolatzhose. Dann die langen Männer bis zu den Achseln hochgezogen, den Schal mindestens 11 Mal um den Hals gewickelt und die Enden zwischen den Beinen hindurch nach hinten über den Rücken gekreuzt und entlang der Brust nach unten in die Stiefel gestopft. Ich meine, das ist ja nun mal nicht gerade der Aufzug, in dem man bei der Queen zum Essen erscheinen würde. Es sei denn, man ist Mitglied der Familie und nicht älter als 3. Gut, das Zwiebelschalenprinzip hält erstaunlich warm, aber es ist nun mal leider nichts fürs Auge. Viele Menschen haben das mittlerweile auch eingesehen und wandten sich daher zum Schutz vor der klirrenden Kälte in Jacken der Firma The North Face. The North Face ist die Marke der Abenteurer und Naturburschen. Wer eine The North Face Jacke in der Stadt trägt, signalisiert seiner Umwelt, dass er hier nur aufgrund eines dummen Zufalls verträumt durch die Fußgängerzone pummelt. Eigentlich würde er jetzt viel lieber mit gebrochenem Knöchel kopfüber in einer Felsspalte des Mount Everest hängen. Oder am Nordpol mit einer hungrigen Herde Orcas Blauwale reißen. Zurzeit ist das aus sexuellen Gründen jedoch leider nicht möglich.
aber als Zeichen dafür, dass es mal der Plan war, trägt man als domestizierter Aussteiger nun eben Jacken von Blödfried. Und damit das auch wirklich jeder erkennt, steht das auch nochmal hinten rechts auf der Schulter drauf. Damit die Eisbären und Wölfe das auch lesen können, wenn sie sich von hinten an den fröhlichen Landersmann erkennen. Auch Sie als wilde Tiere haben schließlich ein Anrecht darauf zu wissen, in welches Produkt Sie denn da gleich Ihre Pranke sperren werden. The North Face. Was soll denn das überhaupt heißen? Ich muss jedenfalls immer gleich an Peter North denken. Und Peter North ist ein amerikanischer Schauspieler. Um mal kurz aus Wikipedia zu zitieren, Peter North erwies sich in über 20 Jahren Tätigkeit als einer der beständigsten Darsteller der amerikanischen Pornoindustrie, der bis heute in mehr als 1500 Filmen auftrat. In seinen Filmen wird häufig dargestellt, wie North große Mengen Sperma ejakuliert, eine Fähigkeit, die North sehr bekannt gemacht hat. In zahlreichen Szenen nutzt North diese Fähigkeit, um voluminöse Gesichtsbesamungen zu vollführen. Allein aufgrund dieser Information wäre ein North Face für mich doch also ein. Eher eine Person, die gerade in den Genuss einer voluminösen Gesichtsbesamung gekommen ist, als ein Mensch, der Schnee, Sturm und Eis die Stirn bietet. Sag ich mal so. Und wenn man sich die Fotos vollbärtiger Bergsteiger am Ziel ihrer gefrorenen Träume so anguckt, dann erhärtet sich dieser Verdacht auf geradezu erschreckende Weise. Der North Face-Träger dieser Assoziation bewusst? Und wie komme ich jetzt überhaupt darauf? Wäre ich langsam verrückt? Mit der Sauerstoff an? Mir ist so warm. Meine Füße schweben bereits über den Boden. Und ich spüre meine Arme nicht mehr. Seit einer guten Stunde drehe ich mich hier nun schon dicht gepackt mit etwa 50 anderen Leidensgenossen im Kreis. Wir skandieren unaufhörlich. Wir sind das Volk, wir sind das Volk. Aber egal, was wir auch versuchen, es wird uns einfach nicht gelingen, die gläserne Drehtür der Schönhauser Allee zu verlassen. Sowohl drinnen als auch draußen türmen sich wütende Verbraucher zu schimpfenden Häufchen auf. Es ist Montag, 16.30 Uhr, 4 Tage vor Weihnachten. Ich wollte eigentlich nur eine Rolle Geschenkband kaufen, nun war ich in der Hölle gelandet.